Hallihallo Leute, ich begrüße euch wieder bei einem neuen Video. Ich hatte ja kürzlich auf Facebook ein Bild davon gepostet, wie, hey, ich habe hier einen Dungeon gemalt für die Werwolf-Runde. Interessiert euch das? Wollt ihr vielleicht mal sehen, wie ich das gemacht habe? Da kam reichlich Feedback, die sagten, ja, ist spannend. Dementsprechend stelle ich mich jetzt hin und rede mit euch ein bisschen über Dungeons. Wobei ich da ein paar Sachen machen will. Als allererstes möchte ich heute erstmal über so ein paar Grundprinzipien reden von, was ist ein Dungeon, wie funktioniert das, was ist dabei wichtig. Und bevor wir dazu gehen, warum und ich den wie male, ich habe mir dafür hier den Dungeon, den wir da verwendet haben, hingeholt, Fjell. Fjell von der Idee her ist eine, ja, so eine kleine Schützenfestung, so ein Bunkeranlagenkomplex auf einer der Inseln vor Bergen in Norwegen. Hab da vorher geguckt, ja, gibt es da vielleicht zufälligerweise Pläne für, hab keine gefunden, dann sag ich mir, kann ich mir einfach was malen, was mir gefällt, wo ich mir denke, yep, das ist cool. Und dabei ist das hier entstanden. Und es gibt so ein paar Punkte in Dungeons, die ich denke, die wichtig sind und die, über die man sich quasi, wenn man sich einen Dungeon überlegt, Gedanken machen muss, von der Idee her. Als allererstes würde ich dafür, also das sind meine Ideen, das heißt nicht, dass das dementsprechend richtig ist, wichtig ist oder jeder sich dran halten sollte. Das ist halt so ein generelles, guck mal, habe ich Ideen. Als allererstes, ganz wichtig in meiner Meinung nach, Story-Elemente. Will heißen, alles das, was in dem Dungeon wichtig ist für irgendwie den Plot, wegen dem die Charaktere da sind. Und was dafür zukommt. In diesem Fall mussten die Spieler die Koraks befreien, die liegen hier oben in Raum 10. Und haben sich da halt irgendwie bis dahin durcharbeiten müssen. Das ist halt so dieses generelle, man sollte wissen, warum gehen Spieler in den Dungeon rein? Was gibt es für einen Grund? Es muss irgendwas geben, was die Spieler motiviert. Sei es nur, da ist ein Schatz drin, den ihr unbedingt haben wollt. Und das muss dann möglich sein, den zu bekommen. Außerdem sollte man da schon ein paar Sachen, die wichtig sind, bedenken. Zum einen, was ich hier nicht gemacht habe, aber durchaus wichtig sein kann, gibt es mehrere Wege dahin. In diesem Fall hier gibt es nur einen. Das heißt, die Spieler müssen genau das abklappern, was ich ihnen vorsetze und haben quasi keine Option, daran vorbeizukommen. Das ist, in diesem Fall hat es gut funktioniert, weil es für die Idee des Dungeons wichtig war. Aber wenn man, gerade wenn man sagt, ich mache einen größeren Dungeon, wo die man vielleicht auch zwei, drei Spieler haben, dafür braucht, um sich da komplett durchzuarbeiten, ist es sinnvoll, dass man den Spielern Möglichkeiten gibt, sich Wege zu suchen und zu entscheiden, hey, ich möchte hier an der Stelle jetzt nicht rechts, sondern links abgehen und komme trotzdem irgendwie zum Ziel. Dementsprechend ist es halt, sollte es da Möglichkeiten geben für mehrere Wege oder man sollte sich zumindest vorher Gedanken darüber gemacht haben, möchte ich nur ein oder mehrere Wege. Außerdem gibt es etwas, was ich in dem Fall auch interessant finde, was ich generell in Dungeons noch nicht verwendet habe, weil ich nie dazu gekommen bin, es gut einzubauen, aber super spannend fände, wenn ich es mal schaffen würde, nämlich wenn es mehrere Fraktionen in einem Dungeon gibt. Im Normalfall, dieser stereotype Dungeon ist, du gehst rein, wenn das eine Art von Gegnern, du vermobst die immer wieder, dann gibt es die bisschen stärkere Variante von diesem Gegner und dann hast du es immer geschafft. Für coole Dungeons ist es, glaube ich, aber wichtig, dass es halt auch durchaus quasi alternativ gibt. Sei es, dass da irgendwie ein NSC drin, wo mit dem man interagieren kann, oder dass es vielleicht auch einfach tatsächlich zwei Fraktionen gibt. Irgendwie, ihr wollt die Ork-Höhlen stürmen, um die einzunehmen. Da habt ihr drin Orks und Goblins, die halt die Orks und Goblins darstellen. Ihr habt aber vielleicht auch zum Beispiel Rattenmenschen, die da irgendwo unten drin leben, die schon länger versuchen, die Orks zu vertreiben und das Ding für sich selbst zu haben. Den könnte man paktieren. Oder so etwas. Also ist das halt quasi die Möglichkeit von, kriegt ihr da Optionen rein, wäre halt durchaus cool. Habe ich bisher, wie gesagt, auch noch nicht geschafft. Aber das sind dann Sachen, die gerade in der Story halt wichtig sind zu verankern, weil das dann massiven Einfluss darauf hat, was man da kann. Ganz wichtig sind meiner Meinung nach aber auch Fluff-Elemente. Fluff-Elemente sind dieser ganze Kleinkram drumherum, der in so einem Dungeon plausibel macht. Zum Beispiel in Raum 1, als die Spieler reinkamen, ja, da waren drei Wachen. Die standen aber nicht einfach rum und darauf gewartet, dass jemand kommt, wo sie die Wache für darstellen, dass er das merkt, sondern die haben da gesessen und Karten gespielt. Die wurden halt abgestellt von, wir brauchen ja jemanden, der es bewacht, sicher, sicher. Haben aber nicht erwartet, dass wirklich jemand da hinkommt, weil, Gott, wer ist denn so dumm und fällt da in unser, greift uns hier in unserem Bunker an, also bitte. Dementsprechend war das halt mehr obligatorisch, dass sie das machen und deswegen haben sie sich hingestellt und haben halt Karten gespielt, weil, ist halt sehr, sonst langweilig. Dementsprechend war das so ein, ja, die haben halt quasi so ein bisschen Fluff. Dann gibt es halt so Räume wie Raum 3 und gerade Raum 4, wo halt Aktenschränke rumstehen. Wenn die Spieler sich die Zeit nehmen, diese Aktenschränke anzugucken, können sie damit ein bisschen was über diese Bunkeranlage finden. Wichtig dafür natürlich, ich habe mich vorher informiert, was ist Fjell, wie funktioniert das vom Prinzip her, was ist da quasi, habe ein paar Sätze vorbereiten, damit ich mich hinstellen kann und denen dann sagen kann, ja, hier Bunkeranlage, wurde in S-Zeit genutzt oder nach Abguss und sowas, findet ihr da irgendwie Sachen drüber dokumentiert. Am besten auch so, dass quasi nicht alles an einem Punkt ist. Also man hätte entweder in Raum 4 was dazu finden können, man hätte auch in Raum 7 nochmal was davon auftreiben können, sodass man sich das dann halt, wenn man, also gerade bei einem großen Dungeon, wo man da quasi sich durcharbeitet, halt Stück weit
den Fluff hinter dem Dungeon mitbekommen kann und mitbekommt, was da passiert. Klar, wenn es ein Story-Element ist, was in dem Dungeon passiert ist, kriegt man das mit. Aber quasi dieses Ganze drumherum, wo kommt denn der her? Wahrscheinlich, bei den meisten Dungeons wird es ja nicht so aussehen, dass die direkt in den Berg gehauen wurden für genau das Ziel, wegen dem die Spieler gerade hier sind, sondern das hat sich mit der Zeit verändert. Und das, was da quasi so die ganze Geschichte und das der Dungeon lebt und Leute und Monster wohnen da drin, wird natürlich nur lebhaft, wenn es dafür Elemente gibt. Das ist in meinen Augen auch elementar wichtig, weil klar, es ist cool, wenn man sagt, okay, check, wir gehen in den Dungeon, wir prügeln uns da durch, weil wir wissen, es ist ein Dungeon. Aber für ein Rollenspiel ist es halt wesentlich plausibler, dass es halt auch logisch begründet ist, dass die Spieler sich da in einer lebenden Welt befinden und der Dungeon sagt, check, ich bin gerade mal da, es passieren jetzt zeitweise Dinge und hinterher lebt der Dungeon auch weiter. Und das ist halt in meinen Augen wirklich wichtig und das ist auch etwas, wo man sich quasi vorher schon Gedanken zu machen soll, auch bevor man anfängt, den Dungeon zu zeichnen. Sollte man wissen, quasi, was sind so die Fluff-Elemente, die dort auftauchen können, weil dann fällt einem halt beim Zeichnen sowas ein wie, ich setze da eine Registrierkasse hin, weil da halt irgendwie ein Ladendurchgang war oder sowas. Und Dinge halt. Wo man sagen kann, okay, da kommen Elemente rein, die dazu passen, weil wenn es quasi übertrieben wäre, andererseits, wenn man halt Sachen reinpackt, die nicht passen, ist das schade. Und andererseits ist halt ein, man sitzt da und überlegt sich jetzt, was male ich hier rein? Womit fülle ich diesen Raum? Ist halt viel einfacher, wenn man ein Bild vor Augen hat, wie der gesamte Dungeon wirkt, was da quasi storytechnisch und auch hintergrundtechnisch wichtig ist, dann fällt einem halt viel mehr ein, was man da mal eben so reinsetzen kann. Dann ein dritter wichtiger Punkt sind Fallen. Etwas, was ich schwierig finde, in Fantasy-Systemen geht zwar, das ist halt logisch sinnvoll, dass wenn ihr einen Schatzhort überfallt, dass da Fallen drin sind, aber gerade so hier in der WoD habe ich mich echt schwer getan, damit zu überlegen, wie kommen hier sinnvolle, coole Fallen rein, weil Spieler möchten diese Fallen ja irgendwo, man möchte nicht in den Dungeon gehen, von Raum zu Raum, Gegner verprügeln und gut ist, sondern es sollte ja schon ein bisschen was da passieren. Es sollte ein bisschen lebhaft sein, es sollte ein bisschen Abwechslung sein. Dafür sind Fallen halt super. In diesem Fall habe ich zwei Fallen hinbekommen, zum einen in Raum 2, der war halt von außen mit einer Kette zugesperrt, sodass die Tür ziemlich fest zusaß, weil da drin halt jemand ein Experiment verkackt hat und dementsprechend der ganze Raum voller Giftgas stand. Reizgasexperimente sind eine dumme Idee. Will heißen, wer auch immer das gemacht hat, ist panisch geflüchtet, die Tür hinter sich zugemacht hat, eine Kette reingemacht hat, kein anderer, der ihn aus Versehen aufmacht. Die Spielercharaktere sind halt Spielercharaktere. Die gehen da rein. Und natürlich hätte man halt quasi, wenn man Bedacht an den Tag legt, hätte man halt vorher gucken können, hey, finde ich sowas vorher? Man, das ist halt kein Fallen finden, aber so ein, ja, ich gucke mir die Tür mal an, ja, hier, bla 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 bla, würfel mal auf Wahrnehmung, folgendes stellst du fest, dass die halt irgendwie zum Schluss kommen von, okay, ich will da doch nicht rein. Oder sie gehen halt rein, dafür habe ich mir vorher zurechtgelegt, dann müsst ihr auf das und das würfeln und so viel dabei schaffen, sonst nehmt ihr halt ein gewisses Maß Schaden. In dem Fall hat halt eine der Spielercharaktere Schaden mitgenommen und hat damit von unter der Falle gelitten. Alles hat funktioniert. Die zweite Falle war bei Raum 5. Da war die Munition für die in Raum 6 eingebaute Flakkanone, weil das ist ein ehemaliger Militärbunker, die werden dann auch mal größere Geschütze haben und hier mit Absicht auch so, dass man damit rausschießen kann. Dafür braucht man Munition, die wird dann in der Nähe gelagert. So, Munition kann aber auch durchaus gefährlich sein, wenn jemand angreift und die benutzt gegen die eigenen Leute. Also haben sie halt Sprengfallen dran gemacht, dass wenn jemand sich da ranschleicht und was machen will, der damit halt durchaus in die Luft fliegt. Das war halt eine klassische Falle. Die Spieler hätten sich entscheiden können, na, wir möchten die kappen und mit dem Zeug was machen, oder aber wir lassen es und haben dort halt Möglichkeiten umzugehen. Auch in dem Fall hatte ich mir vorher widerlegt, was passiert, wenn sie den Wurf quasi nicht schaffen. Ich habe jetzt nicht gesagt, die würfeln, ob es explodiert oder nicht, sondern das ist halt eine große Verdrahtung mit mehreren quasi Zündansätzen und je nachdem, wie viel ihr schafft, unter Umständen schafft ihr es halt mehr zu entschärfen und dementsprechend weniger Schaden. Wenn jetzt irgendwo jemand patzt, ja, dann fliegt er deutlich mehr in die Luft. Gleichzeitig habe ich dann aber auch quasi so Pseudo-Fallen-Elemente. Raum 8 war halt, da waren halt Steuerung, Schalterung für Türen. Damit konnte man hier oben den Lagerraum aufbekommen. Das Ding hier ist halt verschlossen, das geht halt auch nicht auf, ist kaputt, man theoretisch gesehen hätte man hier die Tür zumachen können, dann kommt man da nicht mehr raus, wäre halt dumm gewesen. Im gewissen Maß ist das halt auch eine Falle, weil eine Interaktion damit halt durchaus schief gehen kann. Aber es ist halt kein, ihr bekommt logisch vorher mit und könnt dann würfeln, sondern es ist halt mehr so eine Spieler-Knobel-Falle. Was macht wohl welche Tür, was passiert, wenn jetzt auf folgende Dinge gedrückt wird? Oder was schätzt ihr, was passiert, was möchtet ihr davon ausprobieren oder nicht, was halt für quasi dann nicht nur diese reine, ihr könnt Dinge mit einem Würfelwurf lösen, Falle ist, sondern auch ein, ihr könnt Dinge mit eurem Kopf bearbeiten und euch überlegen, was da wohl passieren kann und dann entscheiden, was ihr tut und dann merkt ihr, ob es funktioniert oder nicht. Gleichzeitig ist es aber doch ein Fluff-Element, weil in dem Raum hier oben, der ein großer Lagerraum ist, war halt einer der Bösewichte gerade mit einem Mädel zugange, was sie dort haben. Das heißt, man hätte ihn unter Umständen, wenn man sich geschickt angestellt hat, vorher erwischen können. Und damit kommen wir auch schon zu dem vierten wichtigen elementaren Punkt, Gegner und Monster.
Die finde ich persönlich noch fast noch schwieriger als Fallen, weil man muss sich halt echt gut überlegen, wo sind welche und warum. Das größte Problem, was man beim Dungeon immer hat, ist, und da bin ich glaube ich nicht der Einzige, sobald irgendwo geschossen wird, ist eigentlich total realistisch, dass sich alle ihr Zeug schnappen, dahin stürmen und was auch immer da ankommt, umnieten. Das heißt, man braucht eigentlich erstmal eine gute biologische Begründung von, warum bekommen sie es nicht mit oder warum interessiert es sie nicht. In dem Fall hier war es ein, ja, wir werden am Eingang ist ein bisschen Krach, weil jemand schießt. Ja, whatsoever. Wir haben hier andere Probleme, weil wir müssen die Koraks weiter ausfragen oder sowas. Das muss man sich aber durchaus auch überlegen oder halt damit umgehen, dass wenn das heißt, also wenn man einen Dungeon hat, der zum Beispiel irgendwie quasi irgendwie Viereck ist und es gibt halt Kreuzverstrebungen, man macht halt irgendwo Krach, flüchtet in eine andere Richtung, sodass dann halt der Rest der Gegner aber dahin kommt und sowas. Damit kann man halt spielen. Wichtig ist, dass man sich halt als Spielleiter dafür vorher Überlegungen gemacht hat, was davon, wie werden die Gegner sich quasi verhalten. Man sich halt auch überlegt hat, was für Gegner gibt es hier und warum. Da sind wir wieder im Punkt von Fluff-Elemente. Es steht nicht einfach so ein Minotaurus in irgendeiner Ecke rum und wartet darauf, dass ein Abenteurer vorbeikommt, um ihn zu verprügeln und seinen Schatz zu klauen. Das gibt's nicht. Da, also, klar, man kann jetzt sagen, wir haben ein Fantasy-System, das ist ein böses Monster, das würde von einem Magier beschworen, nur um diese Stelle zu bewachen. Das kann nichts anderes, außer da stehen, auf die Spieler zu warten. Das ist eine einfache Begründung und funktioniert. Das ist schön. Wenn wir uns jetzt aber hinstellen und ja, wir sind hier in der WoD. Wie viele solcher Monster kennt man, mit denen man das machen kann? Also mir fallen da nur Gargüler ein, die Tremere irgendwo hinstellen. Ansonsten wird das wirklich schwierig. Da muss man sich halt überlegen, ja, was machen Charaktere hier und warum? Oder was machen halt Gegner hier und warum? In dem Fall, ja, es sind hier welche, weil die bewachen. Es sind hier oben welche. Oder hier ist halt der eine, der, also bei Raum 9 ist der eine, dem das Mittel gerade knattert, der dementsprechend unter Umständen halt bemerkt wird oder halt umgekehrt. Und wenn er die Spieler bemerkt, halt eine ziemliche Kampfsau ist und die dementsprechend gut auseinandernimmt. Dann gibt es in Raum 7 welche, weil das halt ein Schlafraum ist, das ist dann wahrscheinlich das, welche rumlaufen. In Raum 3 war ein Typ, der Panik hat, sobald was passiert und einen Alarmknopf drückt. Hat er auch gemacht, deswegen wissen die anderen schon Bescheid, das hat er gemacht, als hier vorne Schüsse zu hören. In Raum 1 halt drei Fomori-Wachleute sind. Ich bekomme mal einen Schluck auf, das ist etwas unpraktisch, tut mir leid. Es ist halt so ein, ja, da haben sie dann überlegt, was für Gegner gibt es. Und man soll sich auch mal überlegen, wie gut arbeite ich diese Gegner aus. Gerade in diesem klassischen Fantasy-Setting bietet es sich an zu sagen, okay, ich habe hier Monster-Stats, damit ich halt weiß, was ich mit denen würfeln muss. Ich persönlich bin jemand, der das aber auch gerne sehr dynamisch hält. Auch wenn ich viel Spaß habe, mir vorzulegen, was gibt es hier für Gegner, was können die. Aber ich neige dann zu, im Dungeon selbst nachzujustieren. Zu sehen, okay, meine Spieler sind ja, die kommen jetzt vielleicht durch, also wird dieser Gegner jetzt stärker. Oder oh, die haben jetzt die ersten zwei Goblins an der Tür gefunden und die Goblins haben die fast platt gemacht. Wenn die jetzt gleich auf den Ork treffen, den ich mir überlegt habe, dann sind sie tot. Also muss dieser Ork halt irgendwie ein bisschen schwächer werden, damit die da eine Chance haben. Deswegen neige ich tatsächlich dazu, mir nicht die Stats rauszusuchen für Gegner, weil das ist halt so ein, ja, da kann man leicht dran gehen, sondern mir auch so, was für Fähigkeiten haben die. Bei Warhammer 40k gucke ich mir von irgendwelchen Monstern an, was gibt's da? Angsterflößen, Krallen, Dinge, Zeug. Was bewegt das? Hier habe ich mich halt hingestellt, habe mir vorhin eine Liste gemacht in Trello von 9 oder 10 Gaben, die Gate of Fenris für meinen Augen in dem Moment cool haben können, dass ich dann aber zwei, drei davon auspacke, die Gegner nutzen. Zum Beispiel in einem Fall, ja, Coup de Grâce. Wenn du einen erfolgreichen Wurf schaffst, dann verdoppelst du deine Schadenswürfe gegen den Gegner. Da habe ich eine der SCs richtig lang gemacht, die haben richtig dumm geguckt und viel Glück gehabt, da rauszukommen. Das sind halt so Sachen von, ja, das funktioniert halt, wenn man sich dann quasi, wie suche ich mir Dinge raus? Ich suche mir halt das raus, womit ich, das ich praktisch und geschickt nutzen kann, um cooles Zeug zu erreichen. Stats sind dafür halt zweitrangig. Stats sind aber andererseits wichtig, wenn ihr Spieler habt, die sagen, sie gehen das halt sehr stark wie so ein Strategiespiel an und wollen sich da halt durcharbeiten und wollen faire Kämpfe, dann ist halt wichtig, dass ihr vorher Stats habt, damit eure Spieler das wissen, was auf sie zukommt oder halt zumindest wissen, es sind faire Werte, wenn sie es halt mehr als wie einen Wettkampf sehen. Das sollte man halt durchaus bedenken, wenn man so einen Dungeon angeht. Und dann sollte man sich halt insgesamt hinstellen, einen Plan haben, was kommt da rein, was will ich ungefähr haben, was für Räume brauche ich, wie groß wird der Dungeon. Ihr solltet euch auch überlegen, wie lange möchte ich daran spielen. In unserem Fall war es ein, wir haben so ungefähr ein Zeitspektrum und im Endeffekt musste ich hinter ein bisschen hetzen, was schade war. Aber das sollte man, also dieser Dungeon, der war auch geplant für 2 bis 3 Stunden insgesamt mit Charakterspiel. Man kann sich auch hinstellen, kann einen großen Dungeon bauen, an dem die Spieler mehrere Abende sitzen. Das ist halt ein, sollte man sich vorher gut überlegt haben, weil es halt nichts ärgerlicher, als ihr habt einen voll geilen Dungeon überlegt und die kommen die Spieler nicht als Leute, weil sie sehr viel Zeit haben. Oder ihr denkt euch, ja, wir haben einen voll den geilen Dungeon, habt ihr mir 3 voll geile Räume überlegt, habt nichts zwischen denen an Fluff-Elementen, dann prügeln die Spieler sich schnell durch die 3 Räume durch, Thema vorbei. Das ist halt auch schade. Ja. So viel ein bisschen was zum Vorbereiten, dass dann schon so ein bisschen Einblick da reinkommt, was wo zu finden ist. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ich neige dazu, gerne mal Zwischenräume einzubauen, in nichts ist, wie gesagt, Raum 4 sind dann Akten drin oder sowas. Einfach weil ich damit halt auch also, so quasi als Falle für die Spieler, es gibt Räume, da ist halt nichts drin.
Aber Spieler erwarten immer das überall. Was ist damit? Kann man es jetzt so ein bisschen aufs Glatteis führen und so eine Situation bringen von, ja, ist da jetzt was oder nicht? Und kann sich im Zweifelsfall halt immer was aus den Fingern ziehen. Wie ihr kriegt ja halt hier ein paar Fluff-Informationen. Damit war da was, wenn ihr da was wollt. Aber man kann, die Spieler können halt auch einfach Räume ignorieren, weil sie zu dem Schluss kommen von, okay, da ist halt nichts. Ist halt, macht das. Ich bin da halt gerne dynamisch. Ja, so viel dazu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich ein bisschen darauf eingehe, wie genau ich den eigentlich gezeichnet habe. Bis dann, macht's gut.